Hi Leute! Hi! Wir hoffen, euch geht's gut. Heute wieder mal ein Video mit Barbara zusammen. Yay. Das haben sich natürlich ganz, ganz viele von euch gewünscht unter unserem letzten Video. Und zwar haben wir heute was richtig, richtig Cooles geplant. Wir haben es auch schon halb durchgeführt sozusagen. Ja. Denn wir haben beide bei DM eingekauft. Ganz fleißig. Und meine Tüte auch so hochhalten. Jetzt ist die da hinten. Was ich gekriegt habe, seht ihr übrigens in Barbaras Video. Link in der Infobox. Auf jeden Fall haben wir bei der M eingekauft und ihr konntet live auf Instagram mitbestimmen, was wir der jeweils anderen kaufen sollt. Und ich muss sagen, also meine Community, also ihr habt wirklich sehr gut abgestimmt. Also Props to you für eure coole Abstimmung. Und wenn ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Barbaras Name ist hier eingeblendet, Barbara Sophie unterstrich. Ja. Und meiner ist hier Laura unterstrich Joelle. Wenn ihr mehr Videos mit uns zusammen haben wollt, dann gebt dem Video jetzt auf jeden Fall schon einen Daumen nach oben, denn daran sehen wir das dann. Und schreibt uns auch gerne mal Videoideen in die Kommentare. Das wäre auch sehr cool. Und jetzt würde ich sagen, geht's los und du kriegst jetzt ganz, ganz viele Geschenke. Hey. Außerdem haben wir für heute auch noch eine Videofrage vorbereitet. Und zwar könnt ihr mal kommentieren, wie alt ihr denn seid. Denn es kommen ja auch immer wieder neue Abonnenten dazu. Und deswegen bin ich irgendwie ganz gespannt, wie alt ihr denn alle so seid. Also kommentiert das jetzt mal. Bei der ersten Abstimmung konntet ihr entscheiden, ob ich Barbara entweder diesen Bronzer kaufen soll oder diese Mascara. Hier habt ihr euch dann für die Mascara entschieden. Die auch echt mega stylisch aussieht, wie ich finde. Wahrscheinlich dachtet ihr euch das auch alle. Ich muss auch sagen, ich hätte genau dafür auch abgestimmt. Ah. Statt für das, für den Bronzer. Ja. Das ist ja, glaub ich, ne? Wobei ich so dachte, im Sommer Bronzer ist auch nicht schlecht. Ja, aber genau, den habe ich schon. Ah, okay. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass ihr für die Mascara abgestimmt habt. Ja. Vielen Dank. Oh, und in Wasserfest, richtig ja, cool. Habe ich extra, gemacht. In den Urlaub. Vielen Dank. Gerne. Sehr cool. Und jetzt die zweite Abstimmung lautete, aus welcher Kategorie soll ich ihr mein Lieblingsprodukt kaufen? Entweder ein Lippenprodukt oder eine Lidschattenpalette. Ah. Und da tatsächlich das Lippenprodukt gewonnen. Und ja, da habe ich einfach mal gesagt, dass ich dir jetzt mein Lieblingsprodukt dann kaufe. Bei mir hat übrigens auch das Lippenprodukt gewonnen bei der Abstimmung. Nur da habe ich nach konkreten Produkten gefragt. Und zwar habe ich zwei gekauft, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welche Farbe. Oh, ich glaube, ich sehe es schon. Ist das von NYX? Ja, genau. Oh, das ist voll cool. Doch, doch, doch. Das kenne ich. Das habe ich sogar, aber nicht in der Farbe. Und ich mag die voll gerne. Ah, cool. Ich auch. Ich trage auch gerade einen Lipgloss von NYX. Wenn ich mich für eine Farbe entscheiden würde, müsste Dings, dann würde ich die helle nehmen, auf jeden Fall. Okay. Ich kriege ich beide jetzt, oder was? Ja. Ach so. Ich dachte, ich kann mir eine aussuchen. Nein. Und die andere nimmst du. Also, wir haben einmal Crème Brûlée. Ein sehr schönes, milchiges, helles Rosa. Echt hübsch. Ich glaube, ich habe den auch zu Hause, Crème Brûlée. Der ist wirklich Kann man auch machen. Aber so mega deckend ist der nicht. Also eigentlich geht auch. Also sieht echt deutlich heller aus. Muss man sich nicht abschrecken lassen. Ja. Von der Verpackung. Dankeschön. Gerne. Freut mich. Nicht einfach beide bekommen. Voll cool. Ja. Bei der dritten Abstimmung ging es darum, ob ich Barbara einen Duschschaum oder ein Duschgel kaufe. 50-50. Und es ist echt krass. Also erst war die Abstimmung mehr zu Duschgel hin, aber jetzt letztendlich ist es 50-50. Ach nee, vorhin als ich in der M war, genau, da hat nämlich Duschgel überwogen, also die Abstimmung. Ja. Und dementsprechend habe ich Duschgel gekauft. Ich habe in deiner Abstimmung übrigens auch für Duschgel abgestimmt. Ah, okay. Ich habe da mitgemacht. Ja, ich benutze generell eigentlich auch lieber Duschgel als Duschschaum. Hä, die gab es gar nicht bei mir. Pink mit Glitzer. Oh, wie schön. Oh, ich presse alles raus. Macht nichts. Ja, doch, riecht gut. Riecht irgendwie so nach so einem typischen Himbeerduschgel. Ja, finde ich auch irgendwie. Aber das ist cool, dass es pink mit Glitzer ist. Richtig cool, das erwartet man auch irgendwie gar nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch dieses Duschgel angucken. Kommt in meine Sammlung, wird sich wohlfühlen bei allen anderen Duschgelen. Stimmt, Barbara. Duschgel, sucht die. Aber ich habe schon vorhin gesagt, ich bin auch nicht viel besser. Und jetzt geht's weiter mit der nächsten Kategorie, die ist auch sehr cool gewesen. Und zwar ging es darum, ob ich Barbara etwas zu essen oder Tee kaufen soll. Und da habe ich mir schon von vornherein irgendwie gedacht, dass ihr wahrscheinlich auch Essen tippen werdet. Und das habt ihr auch, sogar mit 72%. Ah. Und deswegen habe ich dir jetzt etwas zu essen gekauft, welches Produkt ich als gut empfunden habe. Also, lasst ihr überraschen. Bin gespannt. Die Leute von euch, die mich auch schon länger gucken und auch meinen letzten DM-Haul gesehen haben, die kennen das Produkt wahrscheinlich, weil ich da angesprochen habe, dass ich diese super lecker finde. Stimmt. Du hast, nee, das hast du mir gar nicht in der Sprachnachricht erzählt. Du hast mir von Gnocchi erzählt. Ja, oh, Gnocchi. Den ich dachte jetzt erst, das wären so Gnocchi, aber nein. Nee, die gibt es leider nicht bei DM, das ist traurig, aber es gibt Tortellini und Tortellini sind auch gut. Und Ricotta Spinat, also sehr die sind gut. Echt lecker. Ja. Isst du die mit Tomatensauce? Ja. Oder, ah ja, okay. Genau, aber kann man ja auch mit so einer Sahnesauce oder so. Yummy. Hey, gerne. Jetzt geht's weiter mit der fünften Abstimmung. Und zwar, achso, übrigens haben wir insgesamt 8 Produkte gekauft. Jetzt geht's aber weiter mit einem Produkt. Ihr konntet entscheiden für die Haarentfernung oder für die Haare.
Haare. Und ihr habt abgestimmt mit 58% für die Haare. Au. Was ich irgendwie auch schon fast vermutet habe. Ich bin schon sehr gespannt, weil du hast schon gerade irgendwie gesagt, dass du was Außergewöhnliches irgendwie geholt hast. Ja, das ist es aber nicht. Nee, das ist es nicht. Aber ich weiß halt nicht, ob dir das... Zeig. Ah, von dem Ding stand ich auch. Also ich habe es mir heute angeguckt, was das wohl ist. Ja. Ja, tatsächlich. Also ich fand das so komisch irgendwie. Ja, weil Lufttrockner. Das ist ein Schaumspray. Ja. Voll cool. Probiere ich super gerne aus. Also wirklich, das hat mich irgendwie sehr... angesprochen auch vom Design. Ja, also beziehungsweise es hat mich einfach neugierig gemacht, weil ich mir nichts darunter vorstellen kann. Und hier steht auch, dass man es aus 30 cm Entfernung auf die nassen Haare halt sprühen soll. Das testen wir jetzt natürlich sofort mal. Und pass lieber auf, dass es gleich auf deinen Rock tropft, wenn das doch Schaum ist. Ah, okay. Oh. Das war jetzt... Das war jetzt tatsächlich ein Schaum und ein Spray in einem. Aber so ein Mini... Aha. Sehr interessant. Es riecht auf jeden Fall mega typisch, einfach wie so ein Haarprodukt. Also. Riecht aber sehr gut, finde ich, so nach Friseur. Ja. Oh, da bin ich aber jetzt echt gespannt. Ich auch. Ich benutze Schaumfestiger halt super gerne und das sieht so ein bisschen, finde ich, danach aus. Mhm. Cool, also berichte mir auf jeden Fall. Bin ich auch sehr, sehr gespannt gerne. Drauf. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr damit schon Erfahrungen habt. Weiter geht's mit der Abstimmung Nummer 6. Und zwar ging es darum, ob ich Barbara eine Haarmaske oder eine Gesichtsmaske kaufen soll. Und ich habe voll eine coole Haarmaske gefunden. Und ihr fandet die aber nicht so cool. Die also ist auch nicht so cool. Ich hatte die mal. Echt? Die war in meiner Goodiebag auf der Glow drin. Ich fand halt irgendwie, dass interessant aussah. Die sieht echt interessant aus, aber im Prinzip, die ist ja schon teuer irgendwie. Ich glaube, die kostet 10 Euro oder so. Und die kannst du nur so einmal benutzen. Und eigentlich kannst du auch einfach eine normale Maske nehmen und ein Handtuch drüber machen. So, das hat denselben Effekt. Okay, ja gut. Ihr habt für die Gesichtsmaske abgestimmt und das ist auch eine sehr coole Gesichtsmaske. Ich hole sie mal eben. Das ist nämlich diese hier. Das ist so eine aus Japan oder so. Ja, ist eine Tuchmaske in Avocado-Form. Voll cool. Ja. Das Video macht viel Spaß. Ja, freut mich. Ja, finde ich auch. Also, ich wurde ja gerade schon beschenkt, aber auch das Schenken selbst macht immer Spaß, weil ich selber gespannt bin, was Barbara so dazu sagt. Deswegen machen wir auch direkt weiter mit dem nächsten Produkt. Da ging es darum, ob ich eine Sache kaufen soll, die etwas seltsam ist oder die nützlich ist. Und ihr seid ja lustig drauf. Deswegen habt ihr natürlich gesagt, etwas Seltsames. Ja, also bin ich einfach mal so durch den DM marschiert und habe mir gedacht, ich gucke einfach mal so rum, was mir ins Auge springt. Ich habe jetzt was gekauft. Ich fand es persönlich seltsam, auf jeden Fall, weil es sich irgendwie so voll widerspricht. Es ist das hier. Was ist das denn? Ja, das ist so ein Zahnbürsten, Zahnpasta-Set und soll die Zähne aufhellen. Und das Lustige ist, dass die Zahnpasta in der Richtung Candy Lover ist. Candy Lover, ja tatsächlich. Das heißt, sie wird ja wohl nach Süßigkeiten schmecken, was ja eigentlich widersprüchlich ist für eine Zahnpasta. Und dann, wie Kinderzahnpasta. Die schmeckt. Ja, aber dann soll sie halt. Melone. Ach so. Diese Zahnbürste, wie klein die ist. Ja. Und halt alles in klein pink, also. Ja. Und dann halt noch Die ist auch pink. Dass die Zähne aufgehellt werden sollen, wer weiß, ob das... Jetzt kleine rosa Punkte. Ja, die sieht halt voll stylisch aus. Riecht die Zahnpasta? Ja, voll nach Wassermelone. Oh mein Gott, aber das ist gerade das... Also eigentlich finde ich es echt seltsam. Eigentlich finde ich, ich habe einen guten Job gemacht. Hast du, wirklich? Oha! Oh mein Gott, das schmeckt nach Kaugummi. Jetzt echt? Ja. Nach milchigen Kaugummi. Das schmeckt aber gar nicht so schlecht. Schmeckt das jetzt nach Wassermelone? Nein, aber es riecht nach Wassermelone und es schmeckt ein bisschen süß und minzig. Haben wir Lust? Hier, kannst du probieren, das Spaß. Okay, dann noch zu weit. So, und dann gab es noch die Entscheidung zu treffen, ob ich Barbara ein Parfüm kaufen soll oder ein Bodyspray. Und ihr habt für ein Bodyspray gestimmt, was mich gewundert hat etwas. Ich finde es halt generell voll cool, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Das meinte ich ja schon im Intro. Also es haben sich echt viele beteiligt. Aber ich dachte mir so, Parfüms sind ja in der Regel teurer, deswegen wäre es ja eigentlich für dich vielleicht so cooler gewesen, hätte ich dir was Teures geschenkt. Aber ich finde das richtig schwierig mit Parfüms so aus der Drogerie. Also generell gefallen mir total viele Düfte nicht, deswegen ist so ein Bodyspray eigentlich safer. Stimmt. Die sind nicht so intensiv. Irgendwie verfliegen auch schneller und nerven mich nicht so schnell. Ja. Wobei ich leider jetzt mal ganz gespannt bin, ob dir jetzt dieses gefällt, was ich gekauft habe. Ich habe das noch nie ausprobiert und ich wollte es auch mal testen. Da dachte ich mir, testen wir es zusammen. Sehr gut. Ah, ist das von Vigo? Ja. Und zwar, ja, es ist diese Richtung Yummy Lemon. Die gibt es ja auch als Duschschaum. Zitrone ist aber gut. Ja. Also ich mag dachte das ich mir gerne, auch. Weil das so frisch ist. Okay. Ich dachte mir auch, mit Zitrone kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, also finde ich besser als das, was ich dir geschickt habe. Ja. Muss ich sagen. Oh doch, mir gefällt's auch.
Ja, ist halt, ja, so zitronig, aber irgendwas ist da noch so drin. Also so schön fruchtig. Auf jeden Fall ist es frisch. Ich mag immer frische Düfte sehr, sehr gerne. Ja, so dieses stimmt. Ganz Süße mag ich nicht so, aber das ist echt, also ist okay, finde ich schon. Doch, ja. Würde ich benutzen. Cool. Werde ich benutzen. Oh, freut mich. Das waren auch alle Produkte. Also freut mich, dass sie dir gefallen. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst jetzt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und kommentiert, wie alt ihr seid. Und ansonsten verlinke ich euch jetzt noch Barbaras Video, und zwar hier unten. Und der Link dazu ist auch in der Infobox. Da seht ihr dann die Sachen, die sie mir gekauft hat. Und es waren echt coole Dinge dabei. Und außerdem sind auch noch unsere Instagram-Accounts in der Infobox verlinkt. Und hier kommen wir noch zu Geheimnissen von Mädchen, die sie nie zugeben würden. Ja, genau. Und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.